Wir alle wünschen uns eine ziemlich unkomplizierte Welt, aber so ist sie oft nicht. Und manche Menschen tendieren ganz schön zum Schwarz-Weiß-Denken. Ja, aber welchen Bereichen? Wie sieht es eigentlich aus, wenn Menschen extrem schwarz-weiß denken? Was für Probleme entstehen daraus, wenn man in so einem Umfeld ist, vielleicht auch selber mitunter manchmal so denkt? Wo liegen die Ursachen? Was kann man aber machen, wenn man sagt, boah, nee, die Welt ist mir doch ein bisschen zu eingeschränkt, wenn ich so denke? Ich habe einige Tipps und am Ende natürlich auch drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie. Ja, ich finde, es ist schade, wenn manche Dinge immer nur sozusagen in Extreme gehen. Denn so ist die Welt ja einfach nicht, auch wenn man sie, wie ich eben schon sagte, sie manchmal mitunter gerne so hätte. Und man muss auch mal sagen, die Welt wäre ja auch verdammt langweilig und schrecklich, wenn sie eben so wäre. Es gibt ganz, ganz viele Grautöne dazwischen und die sind ja auch schön. Das Leben hat eben viele Facetten, viele Themen haben auch viele Facetten. Ein gesundes Verhalten, wenn ihr euch das anschaut, ist tatsächlich auch moderat und ausgewogen. Und fehlangepasstes Verhalten beinhaltet typischerweise oftmals diese Extreme und oftmals auch entgegengesetzte Extreme. Das Ganze nennt man eben dann dieses Schwarz-Weiß oder dichotomes Denken. Ich sage manchmal dichoton, ist mir aufgefallen. Nicht wundern, ich weiß nicht warum. Es ist so, dass wir alle, will ich euch auch nochmal sagen, jeder denkt mal schwarz-weiß. Da kann sich auch keiner von wirklich zurücknehmen. Aber es geht eben darum, dass man es auch sehr extrem und sehr häufig machen kann und sehr polarisierend ist und dann die Realität oftmals bei manchen Menschen auch so wird. Und dann kann es tatsächlich auch sein, wenn es zu extrem wird, wisst ihr, das Maß kommt es an. Dann kann es eben auch sein, dass das Ganze mitunter krankhaft wird. Ihr habt dieses extreme Krankhafte im Spektrum, eben wenn es darum geht, Borderline-Persönlichkeitsstörung, einfach nur als Stichwort, das muss nicht sein. Ja? Es kann aber auch bei anderen Störungen durchaus so sein. Eine Vielzahl von Störungen tritt das aus auf. Ich werde euch jetzt mal ein paar Punkte aufzählen, wo ich euch mal zeige, wie so ein Schwarz-Weiß-Denken aussehen kann, in welchen Bereichen auch. Wisst auch, bei mir gibt es halt eben nicht diese Schwarz-Weiß-Sicht und ihr wisst auch, ein einzelner Punkt macht noch lange kein krankes Gegenüber aus. Werde ich euch jetzt was dazu erzählen. Das sind Punkte von mir. Ich habe natürlich auch, was ich jetzt hier sage, noch ein paar wissenschaftliche Infos gerade zu diesem wichtigen Thema einfließen lassen von den Jeremy Shapiro, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er ist PhD und klinischer Psychologe und Fakultätsmitglied bei der Psychology Science Department an der Case Western Reserve University. So, das dazu. Und jetzt geht es aber erstmal los. Wenn ihr Gedanken zum Thema habt, total gerne schreibt es in die Kommentare. Können wir uns natürlich da auch austauschen. Ansonsten abonniert auch total gerne meinen Kanal, verpasst natürlich auch kein Video mehr. Ja, das allererste ist so ein bisschen diese gut und böse Welt. Es gibt quasi, schwarz-weiß ich dann, die Guten und es gibt die Bösen. Die Guten können sein, wenn ihr innerhalb von Familienstrukturen seid, kann es sein, dass eure Familie euch immer suggeriert wird, ja, dieser Familienverbund, ihr seid die Guten innerhalb der Familie, wir sind eine tolle Familie, wir halten zusammen und der Rest der Welt, der ist einfach böse. Es kann sein, wenn ihr in einem extrem narzisstischen Elternhaus aufgewachsen seid, dass ihr das wirklich verinnerlicht habt mit unter diesen Gedanken und dass das in der Familie auch durchaus so kommuniziert worden ist. Ja? Und so wurde vielleicht auch nach außen wurden immer Abwertungen vorgenommen. Ne? Ach, kein Wunder, dass der Nachbar so schlecht drauf ist, so eine Frau wie der hat, so wie die sich benimmt. Das ist unglaublich. Und so wird vielleicht die ganze Zeit auch abgewertet. Und so sieht es innerhalb der Familie aus. Es kann auch sein beim Thema Unternehmen. Ihr seid in einem Unternehmen und klar ist man im Unternehmen, wenn man dort arbeitet, davon überzeugt, was man macht. So sollte es ja auch sein. Aber es ist vielleicht auch da sehr extrem. Vielleicht ist es so, dass der Chef, der irgendwie jede Woche einen Vortrag hält, dass ihr jetzt hier im richtigen Unternehmen seid und nur dass das richtige Unternehmen ist und die ganze Konkurrenz alle flachpfeifen, total daneben. Und auch da gibt es quasi diese gute Welt, die Guten und die Bösen. Zwischen, wie gesagt, ist einfach nichts. So kann es auch sein in der Clique. Ne? Ihr seid
im Studium und ihr seid da jetzt irgendwie in so einer Clique und die bezeichnen sich auch sozusagen als die den Durchblick haben, der Rest alles Flachpfeifen, alle gar keine Ahnung, gut und böse. So kann es eben auch sein, dass man quasi im richtigen Verein ist oder eben auch im falschen. Und es wird sehr, sehr oft eben, was ich eben schon gesagt habe, auch sehr schnell verurteilt eben auch, dann Gründe gesucht, warum das so ist, warum die anderen einfach schlecht sind. Es wird so sofort verurteilt, sofort beurteilt und was einen mitunter dann auch in diesen Gruppen zusammenhält, ist quasi dann ein gemeinsamer Feind. Ja? Feind halt die Konkurrenz, Feind die Welt eben außen oder was auch immer. Dazu zählt auch diese Schwarz-Weiß-Welt oft Gewinner und Verlierer. Das spielte eben auch schon mit rein. Im Job, wie gesagt, die Unternehmenssicht vielleicht sehr, sehr extrem. Vielleicht auch im Freundeskreis, dass ihr da sehr Statussymbol getrieben seid. Ihr seid vielleicht habt vielleicht so ein paar Buddies und kocht vielleicht auch alle gerne. Und dann gibt es die irgendwie, ihr zählt ja zu denen, die diese teure Kochausrüstung haben, die neuesten Sachen, den neuesten Schrei, den es da gibt, teure Kochkurse, die ihr benutzt. Und ihr seid quasi diejenigen, die Ahnung haben. Und die anderen, die haben einfach alle gar keinen Plan. Ja, die können gar nicht mithalten. So kann es auch mit Autos sein, mit anderen Statussymbolen, dass man da quasi immer versucht, auch mitzuhalten. Denn man möchte ja zu den Gewinnern zählen und eben nicht zu den vermeintlichen Verlierern. So kann es sogar im Elternhaus auch sein, dass man in solchen Gewinner-Verlierer-Denkmustern mitunter aufgewachsen ist. Ja, es gibt den Sündenbock, so auf der einen Seite, und das goldene Kind. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich habe da mal ganz ausführliche Videos, also zu beiden Themen gemacht. Schaut euch die gerne im Anschluss an, hier oben und hier unten auch verlinkt. Man glaubt vielleicht auch selbst, wenn man es beruflich nicht mindestens ins mittlere Management irgendwo bringt oder Meister wird, irgendwie, dann hat man es quasi nicht geschafft. Dann ist man Verlierer. Ja? Auch selbst, wenn man sich in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis wohlfühlen würde, da strebt man doch innerlich, wenn man denkt, boah, nee, ich will nicht zu den Verlierern gehören. Ich möchte quasi auf der Gewinnerseite. Dann hat vielleicht verinnerlicht, dass genau solche Jobs dann eben quasi prestigeträchtig sind und man dann Gewinner ist. Oftmals habt ihr auch diese Täter-Opfer-Sicht auch in zwei sehr stark ausgeprägten Polen. Es gibt eben auch, so wie gut und böse, Opfer und Täter. Eben einen Bösen, der was macht, und der andere, der ja der Opfer der ganzen Sache ist. Versteht mich auch da nicht falsch. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, sich oftmals auch ganzheitlich etwas anzugucken, auch um gewisse Dinge vielleicht auch zu erkennen. Und die Welt ist ja mitunter auch oftmals weitaus eben mehr, dass man einfach sich das Ganze auch mal anguckt. Dann auch schlau versus dumm, habe ich es genannt. Auch das ist in Schwarz-Weiß-Welten sehr ausgeprägt. Extreme Narzissten ist genau das, die sich sehr oft in dieser Schwarz-Weiß-Welt auch bewegen, ein sehr wichtiges Thema. Sie halten sich selbst für oftmals, habe ich euch schon sehr häufig gesagt, sehr, sehr smart. Das ist oftmals aber auch gar nicht unbedingt der Fall. Denn verdeckte Narzissten haben sehr häufig eine Schlagzeilenintelligenz, ja, und es wird sehr oft kopiert einfach nur. Es wird versucht, sich irgendwie eine Identität anderer irgendwie anzueignen, ihnen nachzueifern, einfach weil da auch die Möglichkeiten selbst begrenzt sind oder sie suchen sich Leute, die eben etwas für sie machen, weil sie mitunter natürlich auch nicht so wirklich motiviert sind und auch oftmals, ohne jetzt abwertend zu sein, sehr, sehr faul sind. Ihr habt das oftmals bei Narzissten, die sehr großspurig auftreten, den offenen Narzissten, habt ihr extrovertierte Narzissten. Die machen das sehr oft über diese narzisstischen Monologe, habe ich euch auch mal ein Video gemacht, hier oben, hier unten auch nochmal verlinkt. Und versuchen dann eben über große Monologe, die sie halten zu gewissen Themen, ja, stundenlang mitunter, versuchen dann eben darzustellen, dass sie doch eigentlich ganz schlau sind. Ich habe euch eben gesagt, bei Extremnarzissten ist es so, dass sie sich oft diesen smarten Menschen zugewandt fühlen. Es ist sehr oft so, dass es diesen Dunning-Kruger-Effekt bei denen gibt. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, finde ich super spannend, hier oben, hier unten verlinkt. Das heißt einfach, Sie halten sich für sehr schlau und haben nicht die Kompetenz zu wissen, dass sie gewisse Wissenslücken haben.
Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil sie natürlich sich selbst dann meistens maßlos überschätzen. Ja, und dann gibt es oftmals auch diese Pole, wie ich finde, dieses sich auf der einen Seite einzuschleimen, sehr unterwürfig, extrem unterwürfig vielleicht sogar zu verhalten, auf der anderen Seite extrem abwertend zu sein, anderen Menschen gegenüber, die einem quasi scheinbar gar nichts bringen. Ich habe Beispiele für euch. Zum Beispiel, ihr habt im extremen Narzissmus auch oft extrem narzisstische Mutter vielleicht, die auf der einen Seite sich im Job megamäßig engagiert. Ja? Azubis kommen, sie ist sofort da, sie kümmert sich. Tag und Nacht ist sie quasi erreichbar und in der Zeitung immer auf der ersten Seite, wenn die neuen Azubis da sind. Aber zu Hause sieht die Welt ganz anders aus. Sie kümmert sich einfach nicht so richtig um ihre Kinder, weder um Hausaufgaben noch um die sonstige Betreuung, denn sie hat an sich kein Interesse. Und so sind da diese zwei extremen Seiten vielleicht auch da. Oder ihr habt einen guten Bekannten und der hat auch immer so sehr extreme Verhaltensweisen. Auf der einen Seite, bei euch in der Clique ist einer, der hat relativ viel Geld und der hat mehrere Ferienhäuser und der ist total scharf darauf, mal natürlich kostenlos in so ein Ferienhaus zu kommen. Und seitdem ihr ihn kennt, schleimt er ihn sozusagen voll. Jedes Mal, wenn er kommt und er weiß, dieser andere mit diesen Ferienhäusern kommt, dann bringt er die besten Spezialitäten mal mit Weinflaschen oder ähnliches und schleimt sich unglaublich ein. Auf der anderen Seite, wenn ihr ihn mal alleine trefft, ist es so, dass er eigentlich kein anderes Thema hat, als andere Menschen auf seine Arbeit abzuwerten oder auch aus der Clique Menschen abzuwerten, die eben finanziell nicht so ausgestattet sind wie dieser andere Freund. Und das ist irgendwie, sind zwei extreme Punkte, eine extreme Schwarz-Weiß-Welt und hat quasi auch nichts dazwischen. Da lässt er auch nicht mit sich reden. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, dieses Ganz- oder Gar-Nicht-Prinzip, das ihr oftmals habt. Freund oder Feind? Ja, das ist auch beim Schwarz-Weiß-Denken sehr oft so. Entweder du bist jetzt meiner Meinung, du bist auf meiner Seite oder eben nicht. Aber oder eben nicht heißt, ja, wir haben keinen Kontakt mehr, du wirst die Konsequenzen zu spüren bekommen, ich werde vielleicht schweigen, ich werde dich ausschließen. Es kann sein, dass das mitunter wegen Banalitäten ist. Ja, also das habt ihr vielleicht irgendwie im Freundeskreis, seid ihr irgendwie mit mehreren Freundinnen gewesen und zwei Freundinnen haben sich zerstritten. Und die eine, mit der habt ihr jetzt nicht mehr so viel zu tun, mit der anderen seid ihr noch gut befreundet. Und jetzt trefft ihr diese eine, mit der ihr nicht mehr so viel zu tun habt, durch Zufall, ihr seid unterwegs in der Stadt, zack, ihr trefft sie. Oh Mensch, sagt ihr, lass uns doch mal verabreden auf dem Café. Ja, und das erzählt ihr dieser anderen Freundin, die sich mit ihr zerstritten. Und dann sagt sie, wie, du triffst dich jetzt mit der? Ist jetzt nicht dein Ernst. Dann sagt ihr, wieso, auf dem Café? Also, wenn du dich mit der triffst, ganz ehrlich, dann sind wir aber nicht mehr befreundet. Und ihr dachtet echt, es wäre ein Scherz. Aber nein, sie ist wirklich hoch beleidigt und ihr hört seitdem nichts mehr von ihr, seitdem ihr euch mit dieser anderen ehemaligen Freundin von ihr mal auf einen Kaffee getroffen habt. Und ihr könnt es überhaupt gar nicht fassen, weil ihr, ja, ihr seid da wahrscheinlich dann in so sozusagen, und da komme ich auch zum nächsten Punkt, in eine falsche Kategorie sozusagen dann gerutscht. Ja, und das ist eben das, dieses perfekt oder nicht perfekt. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das habt ihr sehr oft halt auch, ob das Freundschaft mitunter ist oder auch Beziehungen. Ne? Oftmals bei extremen Narzissten, die wollen halt eine quasi perfekte Beziehung haben. Perfekten Partner. Ist selber Perfektionismus, kann Stress sein. Man wird niemals perfekt sein. Niemand von uns ist perfekt und das ist verdammt gut so. Aber das ist das, wonach Narzissten mitunter extrem streben. Und dann ist es meistens so, auch in diesen Beziehungen, diesen schwarz-weiß geprägten Beziehungen, dass man entweder etwas macht, was wunderbar ist, oder man ist dann wunderbar, oder man ist ganz schrecklich sozusagen. Und so wird man dann entweder sehr quasi angebetet, ne, oder total abgewertet. Und so habt ihr diese verschiedenen Bereiche und man ist wie in so einer, es ist wie so eine Kategorisierung die ganze Zeit. Man muss immer aufpassen, dass man etwas macht, was quasi in die gute Kategorie fällt. Denn wenn man etwas macht, was in die schlechte fällt, dann ist man ruckzuck, ja, eben nicht mehr perfekt. Man weiß aber oftmals gar nicht, wie diese Kategorisierung aussieht. Das macht es oftmals auch so schwierig. Sprich, man verhält sich irgendwie, zum Beispiel habt ihr für euren Partner, ihr habt da seid unterwegs gewesen und habt einfach
total simples Beispiel, hab ein ganz tolles Angebot gesehen für wunderbaren Fisch, der sehr teuer gewesen ist, aber großartig. Ihr wart in dem Fischladen und ihr hat euch überkommen, ihr habt diesen Fisch gekauft und ihr kommt nach Hause und es ist plötzlich, die Welt ist plötzlich eine andere, als euer Partner sieht, wie teuer dieser Fisch gewesen ist. Und ihr seid plötzlich von Freude, ist plötzlich alles ganz, ganz schlecht. Ihr seid in eine Kategorie, eine schlechtere Kategorie sozusagen gerutscht. Ja, wisst vielleicht auch gar nicht, was los ist. Und das kann in so Kleinigkeiten sein. Es kann auch sein, dass so Aussagen kommen wie, wenn du mich wirklich lieben würdest, hättest du etwas nicht gemacht. Ja, und das sind natürlich ganz schwierige, schwierige Bereiche, wenn man wie auf Eierschalen läuft die ganze Zeit. Ja, wo kommen die Ursachen her, dass Menschen extrem sich schwarz-weiß verhalten, extrem schwarz-weiß sich einfach denken? Ich habe da jetzt mal 5 Punkte, bevor ich zu den Problemen und Tipps komme. Das erste ist, oftmals fehlt da die ganzheitliche Sicht auf die Dinge. Die fehlt aufgrund der eigenen Struktur, die da einfach ja nicht vorhanden ist, nicht ausgeprägt ist. Ne? Habe ich gesagt, schwarz-weiß ist sozusagen die einfachste Lösung. Ne? Es ist einfach sehr leicht, immer Menschen schnell zu kategorisieren, A, B, gut, schlecht, auf den ersten Blick. Aber es ist eben nicht die Welt. Die Welt tickt einfach nicht so. Es gibt einfach wahnsinnig viel dazwischen. Aber aufgrund der inneren Struktur klappt das vielleicht nicht. Und da kann die Ursache liegen, dass man es vielleicht einfach gar nicht gelernt hat. Dass man vielleicht aus einem extrem narzisstischen Elternhaus kommt und es genau dort, wie ich es euch gesagt habe, ob das jetzt angefangen hat mit Sündenbock und goldenem Kind, aber dass es ganz oft immer so ging, es gibt halt quasi die Guten und es gibt sozusagen die Schlechten auch. Und deswegen hat man es vielleicht gar nicht anders gelernt. Es kann auch sein, dass ein Mangel an Empathie da ist, sich Situationen überhaupt ganzheitlich anzuschauen, ja, die Möglichkeit, sich in die Situation von anderen Menschen zu versetzen, ob das jetzt diese Fischsituation, die sehr banal ist, aber finde ich sehr wichtig, auch mal sich anzugucken, zu sagen, Mensch, da war jetzt mal eine Frau und die hatte so Lust, die wollte was Schönes kochen, diesen Fisch. Und zu sagen, das ist doch in Ordnung, in dem Fall auch einfach mal ein bisschen mehr auszugeben, ja. Oder auch diese andere Freundin, die einfach sich da mit der, die man nicht mag, trifft, zu sagen, hey, so, okay, wenn es ihr Spaß macht. Aber das fehlt dann einfach vielleicht. Ne? Es kann auch sein, dass Menschen sehr stark dort rein verfallen, weil sie sich als Kind oftmals als Opfer gefühlt haben. Wenn man aus so einem extrem narzisstischen Elternhaus beispielsweise oder anderen gesunden Elternhaus kommt, ja, kann es sein, dass man sich so fühlt, weil man natürlich abhängig war. Und das war eben auch so. Ne? Und aus der Rolle sozusagen entwickelten die sich dann aber auch nicht heraus. Ne? Kann sein, dass man dann diese Opferrolle sehr stark verinnerlicht sozusagen, auch sehr stark lebt die ganze Zeit auf der einen Seite. Es kann aber auch dann ins andere Extrem gehen, dass man quasi der Welt endlich zeigen will und sich quasi unter auch rächen will in irgendeiner Art und Weise mit prestigeträchtigen Themen vielleicht auch gesehen werden will. Auch das kann ein Bereich sein, ins andere Extrem dann zu verfallen. Und es kann eben auch sein, letzter Punkt, extreme Positionen zu beziehen, um vielleicht auch einen Ausgleich hinzubekommen. Auch das kann mitunter sein. Was meine ich damit? Wenn Menschen sehr stark schleimen sozusagen, ne, sich sehr unterwürfig verhalten, zum Beispiel beim Chef. Und von diesem Chef aber eine sehr, sehr starke Kritik bekommen haben, dann ist es vielleicht so, dass sie es nicht gelernt haben, konstruktiv mal Wut dann irgendwie rauszulassen, diesen Konflikt zu lösen. Was sie machen, ist dann einfach diesen Konflikt zu nehmen und dann wiederum auf der anderen Seite der Medaille an jemanden auszulassen, der dafür überhaupt gar nichts kann. Und das ist natürlich auch etwas, was diese Extremposition, wenn man damit nicht umgehen kann, mit Wut unglaublich begünstigt. Ja, was sind die Probleme? Ich habe da mal 11 für euch zusammengestellt. Das erste ist, die Lösungen sind halt echt sehr eindimensional. Es gibt sehr oft dieses Ganz- oder Gar-nicht-Prinzip halt, ne? Und oft in extremen Positionen. Und damit nutzt man einfach echt nicht die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die es ja gibt.
Das führt natürlich oftmals dazu, dass man auch eine sehr eingeschränkte Beziehung zu anderen Menschen mitunter hat. Man umgibt sich vielleicht sehr stark eben mit Menschen, die ähnlich denken, die auch eine sehr starke Schwarz-Weiß-Sicht haben. Dort fühlt man sich mitunter sogar wohl im Job, im Freundeskreis, Partnerschaften oder auch in anderen Gruppen, in welchen auch immer. Ja, kann es sein, dass man sich dort sehr wohl fühlt. Natürlich hat das nicht wirklich so einen positiven Vibe auf einen selber. Dann ist eine finanzielle Schieflage möglich, habe ich es genannt. Ne? Klar, wenn man so denkt, Gewinner, Verlierer, man immer denkt, man muss mit irgendwelchen Sachen mithalten, auch finanziell, habe ich diesen Kochclub da erklärt oder Autos oder so. Hey, das kann verdammt teuer sein, wenn man sich das nicht leisten kann. Schwierig. Oder auch emotionale Schieflage. Ne? Auch das habe ich euch gesagt. Und das ist schwierig, wenn man irgendwie merkt, dass man vielleicht Dinge gar nicht will, ne? Wenn man zum Beispiel in irgendeinen beruflichen Weg einschlägt, wo man irgendwie denkt, das ist der Gewinnerweg, aber man hat eigentlich gar keinen Bock drauf. Man denkt, wie gesagt, mittleres Management muss es irgendwie sein. Dabei findet man irgendwie die Arbeit in der Natur als Landschaftsgärtner wesentlich spannender. Denkt aber, wenn ich das mache, dann bin ich ja Verlierer. Und das kann einen auch emotional total hemmen, dass man einfach überhaupt nicht happy wird. Ich habe euch gesagt, Problem ist der Dunning-Kruger-Effekt. Ne? Das ist bei Menschen manchmal so, dass sie gar nicht merken, dass ein eigener Mangel quasi oder eine Unkenntnis vorliegt, das ist besser ausgedrückt, im Denken. Und sie hauen oftmals dann irgendwo drauf, aber merken überhaupt gar nicht, dass sie da vielleicht mitunter auch falsch liegen und sich die ganzheitliche Sicht gar nicht aber angucken können, weil sie Reflexion gar nicht haben. Auch ziemlich problematisch. Das nächste kommt oftmals auch dazu, dass oftmals keine Übernahme von Verantwortung, dass die nicht vorhanden ist und dass es eben auch einen gesunden Mittelweg im Leben gibt und der einen natürlich auch dann verwehrt bleibt, wenn man eben so schwarz-weiß denkt. Oftmals, muss man auch sagen, finden sich viele extreme Narzissten eben in diesen Schwarz-Weiß-Strukturen. Habe ich da auch ein Video gemacht, Narzissten untereinander, hier oben, hier unten. Wie agieren die? Das muss nicht unbedingt sein, aber ist durchaus möglich. Es kann auch sein, dass man sich in diesen Strukturen befindet und man merkt aber auch, man ist todunglücklich da drin, weil irgendwas auch da nicht stimmt. Man kann auch so ein Denken, was ich euch eben gesagt habe, es kann auch ein Riesenproblem sein, von den Eltern halt übernommen haben. Und selbst wenn ihr heute schon viel älter seid, dann habt ihr diese Dynamiken als normal gesehen, diese Ansichten, habt euch Freunde, Bekannte, Partnerschaft gesucht, die vielleicht auch diese Schwarz-Weiß-Sicht haben im Extremen. Manchmal sehr extrem vielleicht auch, manchmal ein bisschen gemildert vielleicht auch, aber so eine richtig ausgeglichene Welt gibt es mitunter nicht. Aber wo liegen jetzt die Ursachen, dass man sich immer wieder vielleicht in solchen Strukturen reinrutscht, sich drin befindet und sich da vielleicht auch erstmal ein bisschen wohlfühlt eine Zeit lang? Da 5 Punkte, bevor ich zu meinen Tipps komme. Das erste ist, man ist vielleicht sehr anfällig selbst dafür, sich davon immer wieder so ein bisschen beeindrucken zu lassen, weil man eben aus so einem Elternhaus, habe ich euch gesagt, ne? Schaut euch da gerne meine Videos nochmal an, dass sich da wirklich wie zu Hause fühlt irgendwie auch. Ne? Man möchte vielleicht auch eine einfache Lösung haben. Ne? Das kann auch ein Grund sein. Es fehlt einem vielleicht auch selber die eigene Möglichkeit, eigene innere Möglichkeit, die Sicht zu erweitern, das vielleicht auch nicht gelernt. Gefährlich ist es, wie ich immer finde, wenn dann jemand kommt und dem man dann vertraut, wo es sich gewohnt anfühlt und man dann immer wieder in ungesunden Beziehungen, welcher Art auch immer wieder landet. Ne? Habe ich da mal ein Video gemacht, wenn narzisstische Hilfe, nein, danke, auch sehr interessant in dem Bereich, da hier oben und hier unten auch verlinkt. Ne? Der erste Eindruck von Narzissten kann mitunter eben in ihrer extremen Art, die sie oft haben, der Schwarz-Weiß-Sicht, für die sie mitunter auch einstehen, auf den ersten Blick sehr, sehr blendend sein, weil man vielleicht auch eine Lösung hat. Aber auf lange Sicht, muss man sagen, wird dieses oft enttäuscht. Da habe ich auch einen ganz spannenden Artikel gefunden von der Uni Münster, habe ich euch hier unten auch nochmal verlinkt. Narzissten eben über den langfristigen Verlauf. Ja, jetzt habe ich mal ein paar Tipps für euch. Vorab dazu, wisst ihr, die Welt ist eben
natürlich gesagt, viele Graustufen, die man, ich finde, wirklich nutzen sollte. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich ein genaues Bild einfach auch zu machen. Ne? Zu schauen auch einfach, inwieweit man zum einen vielleicht selber sehr stark eingeschränkt ist in dieser Sichtweise und zum anderen vielleicht auch, wie stark das Umfeld vielleicht auch so auf die Welt schaut. Ich habe jetzt mal deswegen das Ganze auch so in zwei Bereiche geteilt. Ich habe einmal gesagt, okay, wenn man selber jetzt dazu tendiert, ja, was kann man machen? Und zum anderen, wie ist es, wenn andere im Umfeld so agieren? Was kann man da machen? Ich glaube, wenn man selber dahin tendiert, sich so ein bisschen der eigenen Mitte bewusst zu werden, ja, zum Beispiel sich mal anzuschauen, welche Extreme man vielleicht manchmal auch selber lebt. Ich habe mal ein Beispiel für euch. Wenn man zum Beispiel aggressiv ist oder auch mitunter zu Gewalttätigkeit auf der einen Seite neigt und Menschen überrollt und ihre Meinung gar nicht akzeptiert, ist das so ein bisschen ein Extrem. Passiv zu sein und unterwürfig zu sein, alles zuzulassen, dass Menschen einen so überrollen, ist das andere Extrem. Aber es gibt auch da einen Mittelweg. Und das ist zum Beispiel das Durchsetzungsvermögen. Und die Anpassungsfähigkeit eben zwischen diesen beiden Extremen. Und ich glaube, das kann man sich auch bei anderen Themen nochmal angucken. Zum Beispiel Geiz ist ein Extrem. Das andere Extrem ist diese verschwenderische, ja, dieses über die Maßen hinaus sein, diese Extravaganz in der Richtung. Aber es gibt auch da einen Mittelweg, zum Beispiel die Sparsamkeit. Das ist ja auch ein möglicher Mittelweg zwischen Geiz und zu viel, der genaue Mittelweg. Und ich glaube, man sollte sich mal anschauen, wohin man vielleicht, wenn man so schwarz-weiß ist, wohin man neigt, vielleicht generell, wenn man bei manchen Themen vielleicht auch neigt, und da auch mal zu schauen, wie es einem damit geht und den Spielraum auch dahin zu erweitern, ob es da nicht noch vielleicht eigene, andere Möglichkeiten gibt, die Sichtweisen da auch ein bisschen zu öffnen. Jetzt, wenn ihr bei anderen Menschen schaut, in eurem Umfeld, schaut euch halt bei Menschen immer langfristig auch vor allem an, wofür sie stehen, für welche Position. Ne? Mitunter zeigen sich, wie ich immer finde, schon zu Beginn extreme Positionen dadurch, dass einfach in Zwischensätzen irgendetwas gesagt wird, vielleicht Abwertungen gemacht werden. Das sollte man sich wirklich einfach genauer angucken und da einfach auch das Ganze nicht überhören. Schaut euch auch an, wenn Positionen mitunter immer extremer werden. Auch das kann ein Bereich sein. Gerade verdeckte Narzissten agieren mitunter sehr, sehr stark. Im Hintergrund ziehen da oftmals auch ihre Fäden und sie wollen halt ihre Chance haben, irgendwann auch gesehen zu werden. Und nach diesem bedingungslos scheinbar am Anfang viel geben, viel schleimen, kann es sich sehr schnell umschlagen darin, extrem viel mitunter auch zu fordern und extrem abwertend auch zu sein. Überlege halt deswegen immer genau, wie du im engen Umfeld mit diesen Menschen zu tun hast. Schau dir auch genau immer, wie ich finde, an, werden Forderungen mitunter auch extrem übergriffig? Auch das kann manchmal sein. Ne? In unserem Unternehmen machen wir das alle so und nicht anders. Da haben wir alle so ein Denken. Da wird nichts anderes akzeptiert. Geht es vielleicht in so eine Richtung? Entweder du siehst es so wie ich, alles andere akzeptiere ich nicht. Auch das ist extrem. Folge meiner Meinung oder folge eben keiner. Du kannst das ja denken, aber wir alle, auch das kann ein Extrem sein. Schaut euch auch wirklich an, sind keine wirklichen Kompromisse möglich und auch gleichberechtigte Positionen. Auch das sollte man sich einfach auch anschauen, da sich auch die Zeit zu nehmen, sich das auch einfach anzugucken. Wird es irgendwann vielleicht auch ausnutzen? Auch das finde ich ist immer ein Extrem. Ja,
Ich habe einen noch interessanten Satz gefunden, wo ich überlegt habe, sage ich den nicht. Ich fand ihn gut, deswegen sage ich ihn, diesem Artikel. Die sagen, es ist ein amerikanischer Psychologe und ein iranischer Psychologe, die Gemeinsamkeiten an dem Problem der Feindseligkeit zwischen Gruppen, sie daran arbeiten. Und sie identifizieren polarisierendes Denken als die größte einzelne Bedrohung für den Frieden zwischen Nationen und Kulturen. Und das fand ich echt gut. Und das sollte man vielleicht auch mal einfach wirken lassen. So, jetzt drei Fragen, die ihr euch nochmal selber stellen könnt. Das erste ist, tendierst du und dein Umfeld zum Schwarz-Weiß-Denken? Das zweite ist, wie sieht das aus? Das dritte ist, wie kannst du dir in einem ersten Schritt ein Bild von den extremen Positionen, die du vielleicht selber hast, die andere haben, machen und das Ganze mal für dich beleuchten? Wenn du jetzt Fragen hast, können wir natürlich telefonieren. Dann mach einfach online einen Termin mit mir, wie Narzissmus-Verstehen mit ganz wenigen Klicks. Ansonsten ist es auch möglich, dass du das Video natürlich auch weiterschickst an jemanden, dem es vielleicht auch weiterhilft, der vielleicht auch da in die Richtung tendiert. Ja, total gerne. Ansonsten likes auch gerne. Sei nächsten Samstag auch gerne wieder dabei. Ansonsten eine zauberhafte Sommerwoche für euch alle. Genießt sie, genießt vielleicht auch das Wasser. Schwimmen oder was auch immer ihr macht. Vielleicht wandert ihr auch eine tolle Sache. Auf jeden Fall freue ich mich auf nächsten Samstag. Macht's gut, bis dann, ciao.